So, und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tag X. Es ist wieder ein bisschen was passiert. Wir wollen ein kurzes Roundup machen, um was es denn, was den letzten Tage denn so passiert ist. Und das ist eine ganze Menge. Einerseits natürlich, jeder hat es mitbekommen, der Corona-Ausbruch bei Tönjes in Gütersloh im Kreis Warendorf ist natürlich ein großer Mist. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist nur jetzt so, dass bereits die ersten Berichte gekommen sind, auch ich habe einen bekommen von einem Arbeitskollegen, dass Menschen, die nach andere Kreise gefahren sind mit Gütersloher Kennzeichen, denen die Autos zerkratzt wurden und die angefeindet worden sind, ohne Ende. Und das ist etwas, wo ich sage, 99% derer, denen das passiert ist, können gar nichts dafür, dass die Firma Tönnies da so einen Mist gebaut hat. Und diese Reaktion ist absolut ungerechtfertigt und auch sehr, sehr übertrieben. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Dennoch zeigt es ganz gut, was mit den Menschen momentan passiert in einer Krise, die jetzt doch schon einige Zeit dauert und die auch noch einige Zeit dauern wird. Und es kann natürlich sein, dass sich das Ganze jetzt noch mehr aufschaukelt, was ich natürlich nicht hoffe, aber wer weiß denn, was in Zukunft noch passiert. Es hat ja auch keiner geahnt, dass diese Krise jetzt so zu uns kommen wird, wie es zu uns gekommen ist. Am Anfang war das noch relativ weit entfernt und jetzt sind wir mittendrin. Und auch wenn es den Anschein hat, dass es vielleicht besser wird, dass vielleicht Lockerungen und so kommen können noch mehr, wir haben das noch lange nicht ausgestanden. Das sehen wir unter anderem an der Ebola-Epidemie, also einer der vielen Ebola-Epidemien, die jetzt nach 4 Jahren offiziell für beendet erklärt wurde. 4 Jahre hat es gedauert, um diese Epidemie offiziell für beendet zu erklären. Und das ist etwas, was immer wieder kommt. Es ist ja nicht die erste Ebola-Epidemie. Das ist etwas, was immer wieder jetzt aufgetaucht ist. Und wir haben jetzt hier mit diesem Coronavirus eine Pandemie noch dazu, also nicht nur eine Epidemie, sondern eine wirklich weltweit Pandemie, und wir werden die Ausläufer dieser Krise noch viele Jahre spüren. Die Wirtschaft wird es spüren, die Lockerungen, es wird ziemlich sicher noch sehr, sehr lange die Maskenpflicht geben und auch die Abstandsregelungen, also ein Zurückkehren zu einem Leben, wie wir es vor der Pandemie hatten, wird so leicht in den nächsten Jahren nicht möglich sein. Es ist eine schmerzhafte Information, es ist eine schmerzhafte Nachricht, die man erst verdauen muss, aber es ist nun mal leider momentan Realität. Heute habe ich mir überlegt, ich muss ja bald mal ein Auto anmelden, wieder ein neues, und ich bin auf die Seite von der Zulassungsstelle gegangen und ich weiß, wir sind immer gewöhnt, man geht in die Zulassungsstelle, man bezahlt seine Gebühr, man holt seine Kennzeichen, man bekommt seine Anmeldung. Das ist nicht mehr so. Es sind momentan Wartefristen von 2 bis 4 Wochen, um einen Termin bei der Zulassungsstelle zu bekommen. Also wir sehen, das gesamte Leben in jedem Bereich, in jeder Facette ist betroffen. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir möglichst die Ruhe weiter bewahren. Wir werden das überstehen, wir werden das ausstehen, es wird irgendwann vorbei sein. Aber bis dahin müssen wir schauen, dass wir uns selbst auch so ein bisschen wieder beruhigen und ein bisschen zurückkommen. Vielleicht auch den Nachrichtenkonsum ein bisschen zurückfahren. Deswegen machen wir einmal die Woche ein Video, das reicht vollkommen, um up to date zu bleiben. Man muss nicht alle 5 Minuten die Tagesschau-App aufmachen und gucken, was denn so in der Welt passiert ist. Denn da ist momentan sehr viel am Kochen. Und ja, Trump wurde auch mal wieder zitiert. Die Milchmädchenrechnung, die er sich da ausrechnet mit, wir testen weniger und dadurch haben wir weniger Fälle. Und ja, es ist eindeutig so zu übersetzen. Er hat es gesagt, wenn wir weniger testen würden, hätten wir weniger Fälle. Zitat, jetzt übersetzt ins Deutsche. Da gibt es gar nichts, was man zwischen den Zeilen lesen könnte. Da gibt es gar nichts, was man irgendwie auslegen könnte. Es ist eine reine Milchmädchenrechnung. Das ist, ich verschließe die Augen für ein Problem, dann ist das Problem nicht da.
Aber der Virus ist ja trotzdem da, auch wenn man weniger testet. Man weiß es halt nur nicht. Und es wird momentan auch vermutet, dass für jeden positiven Test in den USA 10 Tests, also 10 Erkrankte nicht gefunden werden. Was wiederum bedeutet, dass umgerechnet 30 Millionen Amerikaner momentan erkrankt sind. Wir leben in einer Zeit, in der es, also in dieser Zeit hat keiner für möglich gehalten, dass so etwas überhaupt passiert. Natürlich, Experten und so waren davor schon seit Jahren und die können jetzt natürlich sagen, haha, ich habe es euch ja gesagt. Aber es hat der Großteil der Menschen es einfach auch nicht für möglich gehalten. Und selbst hier bei mir auf diesem Kanal, der eigentlich dieses als Hauptthema hat, so ein, also das Vorbereiten auf eine Krisensituation, selbst ich habe mir gedacht, dass so schnell eine so große Krise noch nicht kommen kann. Und da sieht man wieder, wir liegen alle falsch. Und oder zumindest ich bin sehr falsch gelegen. Es kann uns jederzeit treffen und unvorbereitet vor allem. Es trifft uns immer unvorbereitet. Und deswegen hier nochmal mein Appell an euch. Bleibt ruhig, wir werden es überstehen. Wenn wieder Verschärfungen kommen, dann nehmt sie mit einem Körnchen Humor, auch wenn das schwierig ist. Sagt, ja gut, dann kann ich halt nicht mehr rausgehen, dann setze ich mich halt wieder zu Hause mit Brettspielen hin. Es ist natürlich für viele schwierig, vor allem wenn man Kinder hat, die in einem Alter sind, wo sie konstant sich bewegen wollen, wo sie konstant raus wollen. Das ist natürlich eine sehr anstrengende Situation, gerade für Eltern, die auch noch arbeiten müssen. Aber wir werden da durchkommen. Und in 10 Jahren von heute werden wir auf diese Pandemie zurückdenken und denken, wir haben es überstanden, es war hart, aber wir können es auf die Schulter klopfen, wir haben uns an die Regeln gehalten und sind da sicher durchgekommen. Und deswegen bleibt so, wie ihr seid, bereitet euch weiterhin vor, allerdings, wie gesagt, seid nicht böse über Sachen, die passieren, regt euch nicht auf darüber, es sind Dinge, die passieren, so ist das Leben, man muss damit arbeiten. Man kann es ja nicht durch Aggression umkehren. Man kann ja jetzt nicht durch eine Aggression oder durch eine aggressive Handlung die Normalität wieder herbeizaubern. Das funktioniert nicht. Wir müssen diese Realität akzeptieren und damit arbeiten. Und deswegen, wie gesagt, bleibt so, wie ihr seid. Wenn ihr Fragen habt, dann schmeißt es natürlich in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das Video war soweit informativ für euch. Und ja, bis dahin. Tag X ist wieder raus.